Heute möchte ich euch ein leckeres Rezept und ein tolles Produkt vorstellen. Man glaubt es kaum, aber in der Schweiz werden Shrimps gezüchtet. Das sind die Swiss Shrimps aus Rheinfelden. Und das Tolle an dem Produkt ist, dass sie nicht mit Antibiotika behandelt werden und auch keine Mangrovenwälder dafür abgeholzt wurden. Das heißt, man kann die mit gutem Gewissen essen. Das Rezept ist ein Zucchini-Fettuccine mit Tomaten. Dafür brauchen wir zwei Zucchini, eine Zitrone, eine Handvoll Kirschtomaten und geröstete Pinienkerne, Salz, Pfeffer, Olivenöl und ein bisschen frischen Basilikum. Sonnenblumenöl erwärmen, den Knoblauch kurz darin andünsten, halbierte Kirschtomaten und Shrimps beifügen. Shrimps auf beiden Seiten je circa eine halbe Minute anbraten, bis sie eine schöne orange-rosa Farbe angenommen haben. Zitronensaft und Schale zu einem Dressing anrühren. Olivenöl beifügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwei Basilikumblättchen in Streifen reißen. Das Dressing über die Fettuccine Zucchini geben und anrichten. Schaut das nicht super lecker aus? Zucchini Fettuccine mit Tomaten und Swiss Shrimps. Schauen wir mal. Der Biss knackig, leicht süßlich, nussig, unglaublich lecker. Wer das Glück hatte, im Urlaub Shrimps zu essen, frisch gefangen und am Strand gekocht, das sind die Shrimps, die denen, die sie im Urlaub gegessen haben, am nächsten kommen. Unglaublich lecker. Nachmachen und genießen.